Sag bitte, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Nerolo Shorts. Heute mit dem Spiel Finalism 2. Boah, ist das schwer, mit umgebundener Krawatte zu reden. Ich mach mir die Worum geht's in Finalism? In Finalism geht's darum, dass man so ein kleiner Feldherr ist. Und dieser Feldherr, der lebt halt in einem Dorf und da sind Hühner und so und die erleben voll die Abenteuer, aber die Hühner spielen keine Rolle, die kommen im gesamten Spiel nicht einmal vor. Jedenfalls, wollen die halt die Welt erobern und darum geht's in dem Spiel. Du kannst dir das Dorf aussuchen, du kannst dir die Welt aussuchen und so weiter und so fort und das machen wir auch mal. Ich habe den ersten Teil bereits aufgenommen, bloß nicht hochgeladen, weil er mir überhaupt nicht gefallen hat. Mir ist erst dann aufgefallen, dass der zweite Teil bedeutend besser ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. New Game. Oh mein Gott, wie wir sehen, es gibt ganz viele Völker. Es gibt die Araber so. Und die Europäer. Und die Wikinger. Und die Asiaten. Und die Asiaten. Und die Araber. Ja. Gut, wir entscheiden uns für... die Europäer. Warum, weiß ich nicht. Difficult, easy. Und jetzt laufen wir ein bisschen rum, so. Das Tutorial können wir skippen, wir sind zu cool für das Tutorial. Können direkt mal gucken. Es gibt Fähigkeiten. Das Spiel ist wirklich, hat einen riesigen Umfang für ein Flash-Game. Es hat mir Ewigkeiten Spaß bereitet. Es ist, wer es vielleicht kennt, Mountain Blade. Auch ein Spiel, was halt übersetzt so viel heißt wie, auf die Pferde und los. Und, ja, du machst einfach dir ein Heer im Sinne von einer Armee, und mit dieser Armee gehst du dann los und kannst dich in ein paar verschiedene Richtungen skillen. Es gibt verschiedene Waffen, verschiedene ganz normale Attribute, die kosten immer 2 Fähigkeitspunkte, die nur 1. Und hier gibt es dann allgemein noch ganze Fähigkeiten, die man so haben kann. Verschiedene Völker, verschiedene Fähigkeiten. Die Europäer sind extrem gut mit 2-Hand Waffen und Äxten. Werde ich aber wahrscheinlich eher weniger benutzen. Ich werde mich wahrscheinlich eher auf Wurfgeschosse begeben. Warum haben die Europäer Shurikens? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Es gibt aber auch noch andere Wurfobjekte wie Wurfmesser bzw. Wurfäxte. Und die sind halt hier eher das Ziel. Ja, was skillen wir denn da? Ich würde sagen, weil ich nie so der Kämpferische bin, sondern immer der Supporter, kümmere ich mich hier mal ein bisschen um die Heilung. Heilung ist nie falsch. Und, ja. Gut. Was haben wir im Inventar? Wir sind ein süßer, rothaariger, junger Mann namens Karl! Hi, Karl. Karl hat einen dicken Morgenstern. Mit 10 bis 15 Damage. Und wir haben ein Schwert. Das ist theoretisch besser. Die Critical Rate ist hier höher. Aber das ist es dann auch. Was ist denn, gut, rüsten wir mal das Schwert aus. Vielleicht ist das auch ein bisschen schneller, kann ich mir vorstellen. Oder wir lassen das Schild ganz sein. Niemand braucht Schilde, Mann. Man kann das hier ein bisschen aussortieren, wie man mag. Haben wir Geld? Wir haben 20.000 Gold. Das ist ein großzügiges Völkchen. Ich würde sagen, kaufen tun wir uns jetzt erstmal nichts. Wir fahren einfach mal ein bisschen hier durch die Gegend. Weil wir sind noch jung und frisch. Und oh mein Gott, wir werden angegriffen. Wer hätte damit rechnen können? Von irgendwelchen Halunken. Oh, ist die Soundkulisse nicht großartig. Oh ja, die Geräusche. Als hätte man sie in einer Küche aufgenommen mit irgendwelchen Geräten. Von jedem getöteten Menschlein bekommen wir dessen Equip. Somit haben wir nun noch... das Schild hatten wir vorher schon. Wir haben ein Fleischmesser und einen Bogen. Ist jetzt nicht so beeindruckend. Und je stärker wir werden, desto stärker werden auch die Leute, die uns überfallen. Und das Ganze ist halt so ein richtig normales Loot-Level. Komm schon! Oh. Man bewegt sich halt mit WASD, mit der Leertaste schlägt man zu. Und ja. Wir machen uns halt ein bisschen hier auf. Farmen erstmal ein bisschen Geld zusammen. Und wenn wir Geld haben, dann können wir damit schließlich Dinge tun. Zum Beispiel... Oh, guck mal! Was für eine Schlagrate. Richtig enthauptet habe ich den jungen Mann. Der will sich natürlich rächen für seinen Freund. Ist aber bereits zum Scheitern verurteilt. Ja.
Und jetzt gucken wir uns mal hier die gesamte Karte an. Wir haben hier, ja, für Nerolus Shorts wird das immer noch verdammt lang, das tut mir leid. Wir haben hier also das metaphorische Europa. Hier die Wikinger, die Mongolen, die Japaner, ich wollte was anderes sagen, hier die Ägypter und Orientalisten so, und hier haben wir noch eine Bananenrepublik. Was wichtig zu wissen ist, wenn wir andere Länder angreifen, dann wird, sobald wir eins deren Orte gecaptured haben, das gesamte Land uns hassen und sogar Spähtruppen uns aussichten. Das heißt, wenn wir durch dieses Land laufen, werden wir konstant von riesigen Armeen angegriffen. Solange man sich in seinem eigenen Land erstmal ein bisschen aufbaut und dort ein paar Städte erobert, geht dir keiner auf den Sack. Deshalb ist das in der Regel das Beste, was du als erstes machen solltest. Aber dafür sind wir noch zu schwach und deshalb gucken wir mal, was hat das Nachbardorf zu bieten? Das Nachbardorf hat schon teureres Equipment. Wir haben auch schon Wurfäxte, wie man sieht. Aha, kann man zwei haben? Nee, leider nicht. Mit Shift, glaube ich, kann man die Waffen wechseln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Packen wir dem das hier auf den Rücken. Dann würde ich sagen, was man ebenfalls machen kann, man kann um Aufgaben bitten. Hey, Wanderer! Hope you can deal with some rooks, right? We'll pay you 1000. Okay. 1000 klingt großartig. Wer möchte nicht 1000 haben? Dafür kannst du dir 50 Hühner kaufen. Die in dem Spiel, wie gesagt, nicht vorhanden sind. Oh, Junge! Direkt an den Kopf. Baby Triple! Ich liebe dieses Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja gut, und jetzt gehen wir zurück zu... Wo hatten wir den Auftrag? Hier, ne? Ja. Gut, wir haben 1000 Gold bekommen. Wir sind reich, Leute. Wir sind reich. Achso, was es übrigens auch gibt. Es gibt Runen. Das ist die Schwäche-Rune. Mit der hat das Target 50% of its max. Keine Ahnung, habe ich keinen Bock zu lesen. Ja. Und man kann halt mit solchen Runen auch noch Gegenstände aufwerten. Aber das haben wir jetzt gerade noch nicht nötig, würde ich sagen. Ich finde es schade, dass irgendwie niemand Rüstung fallen lässt. Wenn mir jetzt nachher nochmal jemand keine Rüstung gibt, dann muss ich mir leider welche kaufen gehen. Was für Quests? Oh, für 3000. Mal sehen, was das wird. Oh, guck mal, der hat Rüstung, oder? Wir haben die Rüstung. In meinen Mützen haben die Rüstung. Oh, pass auf! Gut. So will ich das. Wieder zurück. Holmgrad, Garat. Ah, die haben... Kaufen wir uns mal hier mal so eine mittlere Rüstung. In Form von diesem Oberteil und dieser süßen Haube. Jetzt merken wir natürlich, wir haben nicht genügend Punkte dafür, deshalb skillen wir mal ein bisschen. Oh! Jetzt sehen wir doch schon richtig süß aus, oder? Guck mal. Hier mit dem Eierbecher auf dem Kopf. Was ist bitte prunkvoller als ein Eierbecher auf dem Kopf? Und was man halt auch machen kann, wenn man in friedlicher Absicht in andere Länder reintritt, dann kann man sich auch dort ein bisschen einkaufen. Bekaufen, shoppen, keine Ahnung, wie man es nennt. Bam! Komm, friss Axt, Jürgen! Bam! Infanteriebogen haben wir bekommen, einen rostigen Säbel, ein kleines Schild und so ein Bogen, so. Toll, ne? Unglaublich beeindruckend, das da. Mal zu gucken, hier. Nein! Los! Irgendwie bin ich ein ziemlich rothaariges Volk dafür, dass ich angeblich irgendwie was mit Religion zu tun habe. Also, nicht, dass das nicht in Einklang stehen könnte. Links guck, rechts guck. Wieder 77 Stärke. Ich merke schon, dieses Land, das will mir keine vernünftige Axt unterjubeln. Mal gucken, was dieses Dorf hier zu bieten hat. Komm schon. Oh, 40 Stärke ist mir zu wenig. komm schon. 52 Stärke, damit finde ich mich ab. Muss ich noch ein bisschen skillen. Muss ich aber noch ein bisschen warten.
Ich würde sagen, wir machen mal eine Aufgabe für das Dorf. Oh, das könnte schwer werden. Wir müssen hier gegen Ninja kämpfen, Leute. Was ist denn das? Passt auf, Leute! Nein! Oh oh! So nicht! Das gefällt mir nicht! Hallo! Nein! Ich tu dir nicht mal weh! Ha, diese Soundkulisse ist genauso schlimm wie im ersten Teil! Lass mich in Ruhe! Wie schön, dass diese Heilaura jeden heilt, aber mich nicht. Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann sich in Deckung begeben. Was nie dumm ist. Aber in der Regel sperrt es einen ein. Also man muss echt aufpassen. Ich könnte das noch schaffen. Ja. Hallo Leute. Kommt mal nachher. Ihr braucht keine Angst haben, ich bin süß. Ha! Okay, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ha, gelatzt. Es kommt davon, wenn man Kimono trägt, Faggots. Aber die können natürlich mit meiner großartigen Rüstung rein gar nichts anfangen. Die Armbrust hin. Alter, ist die Soundkulisse widerlich. Ha, ich schaff das! Mama, wär stolz auf mich! Hallo! Bist du besoffen oder was? Ich wollte schon sagen, das war jetzt aber traurig. Das war ein sehr knapper Kampf, das hat wehgetan. Wir haben alle unsere Freunde verloren. Als hätten wir je Freunde gehabt. Ah, krass. Richtig ausgewichen bin ich da. Baby. Frisst Metall ins Gesicht. Durch die Nase. Was man übrigens in dem Spiel machen kann. Man kann speichern. Eine Waffe hochpumpen. Und danach laden, wenn es nicht geklappt hat. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Jetzt packen wir da die Horserune drauf, Enchantness, und jetzt haben wir eine blaue, kleine, süße, güldene Axt. Gülden. Oh, sieht der Junge nicht süß aus. Richtig handsome Kerl. Ja. Und damit ihr seht, wie es aussieht, wenn man mal eine Stadt angreift, würde ich sagen, holen wir uns mal eine Armee und machen das noch. Und dann sollte das fürs Video auch schon gewesen sein. Ich will jetzt nicht jedes Land und jedes Dorf erobern. Das überlasse ich euch schön selber alleine. Man kann wirklich Stunden in dieses Spiel investieren. Und das wirklich eigentlich ohne Langeweile, weil du irgendwie immer denkst so, oh Junge, da gibt's das beste Schwert und da gibt's das beste Pferd und da gibt's das beste Huhn. Und wir wissen, in dem Spiel gibt's keine Hühner. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, es gibt noch einen Unterschied, ob man eine Stadt oder ein Dorf angreift. Bei einer Stadt muss man zwei Wellen überstehen. Hey Leute, lasst mich doch mal meine Axt ausprobieren. Was seid ihr für ein unhöfliches Volk? Ach ja, mein eigenes. Are you sure what to find us? Mann, mit rotem Bart. Yes. Gut, here we go. Du bist eine Gefahr, Leute, ja! Yeah. Oh, gib mir, der gibt mir Schaden. Über 200. Oh mein Gott, jeder Treffer ein Kill. Und das letzte. Komm schon. Das war ein 300er Crit. Episches Bogenduell. Nein. Ja gut. Und dann ist es auf einmal vor deiner weißen Schrift in eine grüne Schrift umgegangen. Epischer kann man einen Sieg nicht feiern. Ich will Dortmund besitzen. Hallo? Gut. Mal sehen, ob wir das schaffen. Wir es speichern. Attacke! Oh, scheiße, die haben Pferde. Das gefällt mir gar nicht. Ja, wobei, es macht ja jetzt nicht weniger Schaden.
Ah, ist das laut! Ist das laut! Geht da alle drauf, Mann! Okay, alle unsere Freunde sind tot. Ich hab kaum Mana. Ich weiß ja nicht, ne? Ja, gut. ja. Ich überlasse es euch, diese Stadt zu erobern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel gewähren. Das Spiel ist wunderschön, aber ist halt auch wirklich umfangreich. Und das kann ich euch nicht alles zeigen. Da könnte ich ein ganzes Let's Play vormachen, wenn es sein müsste. Nein, mache ich nicht. Jedenfalls, wenn euch der Part gefallen hat, ne, trotz der Tatsache, dass in dem Spiel keine Hühner sind, dann gebt dem ganzen Part eine positive Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt dem ganzen eine negative Bewertung, denn auch mit der kann ich arbeiten. Jedenfalls, ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Wir hören uns, wir sehen uns, auf Wiedersehen. Komm, Edgar, sag ciao. Ne, nicht Edgar, Karl. Hi, Karl. Wie komme ich auf Edgar? Edgar war übrigens, so kleiner Funfact, der Charakter aus dem Part, den ich nie veröffentlicht habe. Deswegen habe ich ihn gerade Edgar genannt. Ja, krasse Sache.